Am Wort ist Peter Schmidt-Lechner von der FPÖ. Ein sehr wichtiges Thema, Tiertransporte. Hauptsächlich betrifft es den Rinderimport bezüglich Rinderimport zu den Schlachthöfen. Dort gibt es natürlich sehr massive Probleme. Aber dann müssen wir damit anfangen. Das große Problem ist das, die Rinder werden importiert, am Schlachthof werden sie eingebürgert, da bekommen sie dann den AT-Stempel und dann werden sie als österreichisches Qualitätsprodukt weiterverkauft. Wenn wir da wirklich einen Riegel vorschieben wollen, wenn wir da wirklich etwas verändern wollen, dann braucht es eine ordentliche Produktkennzeichnung, eine Herkunftskennzeichnung und diese Geschichte Herkunftskennzeichnung ist eine unendliche. Ich darf kurz aufzählen. Milchkäseskandal der Firma Prolactal 2010. Pferdefleischskandal 2013. 2019 Skandal um Schummelimport von Hühnerfleisch aus der Ukraine. 2020 Eierskandal in Niederösterreich. Alle hier vertretenen Parteien waren sich immer einig und haben bekundet, dass hier etwas gemacht werden muss. Anträge wurden eingebracht. Die einzigen, die es immer auf der Bremse gestanden sind, war die ÖVP. In den letzten Jahren wurden über 56 Anträge zur Herkunftskennzeichnung eingebracht. Aus Ankündigungen und Inszenierungen kam von der ÖVP nichts. Und da gibt es unzählige Presseaussendungen. Hier Agrarlandesräte, Schwindel bei Lebensmittelkennzeichnung, Riegel vorschieben. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert, liebe ÖVP. Und jetzt schiebt sie das Problem wieder hinaus. So heißt es, dass erst ab 2021 für tierische Primärprodukte wie Milch, Fleisch und Eier eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung kommen soll, wenn die Regierung überhaupt so lange hält. Es wäre höchste Zeit, eine richtige Lösung für die Herkunftskennzeichnung zu finden. Ja, natürlich. Auch die Eierkennzeichnung ist gut und wichtig, aber wir brauchen eine lückenlose Herkunftskennzeichnung, Produktkennzeichnung aller Produkte. Der Konsument will ganz genau wissen, woher die Rohstoffe kommen, woher die von der Industrie verarbeitet werden. Die Kennzeichnung auf der Verpackung soll die Konsumenten dabei unterstützen. Das trifft leider oft nicht zu und wird mit geschickter Trickserei damit der Konsument getäuscht. Liebe ÖVP, dass eine ordentliche Produktkennzeichnung, Herkunftskennzeichnung, wäre nicht nur für die Landwirte, für die Bauern gut, nein, es wäre, das wollen auch die Konsumenten und Konsumentinnen. Und ich denke, schieben wir dem Etikettenschwindel endlich den Riegel vor und machen wir ein ordentliches Gesetz. Ein Antrag von mir liegt seit Jänner vor, wurde leider im letzten Ausschuss vertagt. Bitte, lieber Herr Strasser, Sie hatten letztens mal gesagt, Sie brauchen unsere Hilfe. Wir helfen Ihnen gerne. Stimmen Sie unseren Anträgen zu und vertagen Sie diese nicht oder lehnen Sie diese nicht immer ab. Danke. Importierte Rinder würden im österreichischen Schlachthof zu österreichischen Rindern und dann als österreichisches Qualitätsfleisch in Österreich verkauft. Es braucht eine ordentliche Herkunftskennzeichnung, fordert Peter Schmidt-Lechner von der FPÖ. Er ist im Zivilberuf Landwirt und